Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn ihr meine Hauls von der Creativa gesehen habt, habt ihr gesehen, dass ich so einen tollen Fehlkauf gemacht habe. Und das war diese Zange. Ich bin davon ausgegangen, ich hatte ja auch extra gefragt, dass die auch für die Eyelets ist. Es kann sein, dass die auch für die Eyelets sind, aber die ist nicht für die Eyelets, die er mir gezeigt hat, die ich gekauft habe. Und zwar zeige ich euch mal, was diese tolle Zange kann. Und zwar kann man das hier so einstellen, wie weit sie ins Papier rein soll. Wir gehen jetzt einfach mal direkt an den Anfang. Und dann schiebt man das so durch, drückt und hat so ein pipi kleines Loch. Könnt ihr das sehen? Das ist halt wirklich so pipi klein. Ja, ich weiß nicht, ob es Eyelets in dieser Größe gibt, aber die ich gekauft habe, passen da definitiv nicht rein. Ich habe mich echt ein bisschen geärgert, weil ich auch einfach noch mal vorher nachgefragt habe und dachte, wow, wenn er mir das sagt, dann wird das auch schon so sein, weil der verkauft die ja. Ja, war dann eben nicht so und die Zange, die ich haben wollte eigentlich, die ist einfach hammerteuer, finde ich. Also ich glaube, die kostet um die 40 Euro. Das ist echt eine Menge Geld. Für mich hat sich das dann irgendwie nicht so gelohnt, weil ich möchte die eigentlich nur haben für eine Bindung. Ich finde die Art der Bindung ganz cool. Jetzt war ich dann letztens im Rossmann, also denkt dran, ich mache jetzt hier oben Werbung rein, weil wegen Namensnennung. Aber ich habe das alles selber gekauft. Und zwar gibt es im Rossmann, das habe ich durch Zufall nur gesehen, ein Set für Nieten. Einmal mit dieser, wie heißt das, mit dieser Zange hier, wo man verschiedene Lochstärken machen kann. Also man drückt das Papier mit dieser Zange so zusammen. Das ist eigentlich fast wie ein Loch, aber bloß eben in verschiedenen Größen. Und dann hat man hier so ein Loch. Da. Das ist so ein richtig schönes Loch, wie vom Locher. Und dann hat man eine Zange, mit der man diese Nieten einführen kann. Die habe ich hier jetzt auch schon mal. Und, was soll ich sagen, es funktioniert, es ist total genial. Das hier sind diese Nieten, die drei Farben waren bei dem Paket dabei. Und das sind die, die ich mir gekauft habe von We Are Memory Keepers. Und die hier funktionieren echt gut, diese günstigen. Ich glaube, das Set kostete 3,99 €. Also das ist nicht mal Bruchteil von der Zange. Und mir geht es ja wirklich einfach nur um die Bindung. Und jetzt setzt man da diese Zange ran. Also hier ist so eine Tülle, die setzt man unten rauf. Und dann, wenn man das dann irgendwie mal zusammen hat, drückt man das Ganze nur. Und dann schließt sich nämlich diese Niete. Und dann habt ihr das fertig. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die ist jetzt echt ein bisschen verbeult. Das liegt aber an den Nieten. Ich kann euch das nochmal zeigen mit den anderen. Ich war da auch ein bisschen erstaunt. Also das liegt wirklich an der Qualität der Nieten und nicht an der Zange oder so. Ich habe jetzt hier nochmal die anderen. Das sind die teureren. Also die sind natürlich im Vergleich teurer als die dabei waren. Machen wir mal andersrum, dann haben wir den direkten Vergleich. Auch die setzen wir ein und die passen exakt auch auf diese Nietenzange. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie nicht passt oder so. Und ja, zudrücken. Und die hier ist überhaupt nicht verbeult. Also die ist wirklich krumm und schief. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich komme mal näher. Ich glaube, das kann man ganz schlecht sehen. Also die hat hier echt so eine mega Macke. Die ist voll kaputt da. Und die hier ist richtig schön geformt. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Da kann man das auch ganz gut sehen, dass die hier total knautschig ist. Und die sieht richtig schön aus. Total toll gemacht. Also, wenn ihr eine günstige Alternative zu der teuren Zange haben wollt, dann guckt mal im Rossmann oder gibt es bestimmt auch im Internet nach Nietenzangen. Das Einzige, was ich euch wirklich empfehlen würde, holt euch die teureren Eyelets, also diese Originalen. Ich habe jetzt ja wirklich den direkten Vergleich. Die sind einfach schöner und die bleiben auch wirklich in Form. Diese günstigen, die verbeulen total. Aber ich fand das total witzig. Hier habe ich jetzt eben zwei Tags gemacht. Einmal in so einem schönen Vintage und ein süßes Häschen. Fand ich ganz cool. Also für mich ist das eine super Alternative. Ich werde euch jetzt auch im nächsten oder übernächsten Video zeigen, wie ich diese Bindung dann mache. Das ist auch wirklich der einzige Grund, wofür ich es haben möchte. Ich muss nicht auf einer Karte mittendrin ein Eyelet haben oder eine Musterklammer, wie man früher sagte. Mama sagte immer, was ist denn ein Eyelet? Ich sage, das sind Musterklammern. Ja, warum sagst du das denn nicht? Nein, nicht Musterklammern.
Das war bei Bratz. Eilets sagte ich zu ihr, sagt sie, was ist das denn? Ich sage, das sind Nieten. Ja, warum sagst du das nicht? Weil es so heute so heißt. Wie mit den Bratz und den Musterklammern sind jetzt die Nieten Eilets. Genau, und wenn man wirklich so wie ich nur den Grundgedanken hat, ich möchte es als Bindung benutzen oder für Tags einfach oder für Lesezeichen, dann langt meiner Meinung nach dieses Set absolut gut. Da braucht man dann nichts Teures, also keine 40-Euro-Zange. Das Einzige, was ich wirklich sage, holt euch die qualitativ besseren, würde ich mal behaupten, Eyelets, weil sie sehen einfach schöner aus. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn man sich dann so viel Mühe gibt und dann hat man ja so eine verbeulte Niete. Eyelet als, ja, das ist dann eben nicht so cool. Aber das war's auch schon. Mehr wollte ich euch eigentlich gar nicht zeigen. Mir ging es wirklich nur darum, euch mal die Alternative zu zeigen zu der teureren Eyelet-Zange. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch hoffentlich auch ein bisschen helfen, weil ich auch wirklich völlig verzweifelt bin mit den ganzen Sachen. Was ich jetzt mit dem tollen Teil mache, weiß ich noch nicht. Bleibt das erstmal hier liegen. Ja, das war's aber. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Basteln. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Idee findet. Und ja, vielleicht konnte ich euch ein bisschen helfen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss, ihr Lieben.